Hallo, schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Letztens habe ich mich mit jemand unterhalten, wie lange wir schon dabei sind und wie lange jeder spielt, die Anfangszeiten waren, wie man sich schwer getan hat mit den einfachsten Dingen und teilweise nicht wusste, wen man jetzt fragen kann oder wo man nachschauen kann, wie denn diese vermeintlich einfache Aufgabe zu erledigen ist. Und das allererste, woran ich damals gescheitert bin, war im Prinzip ganz simpel. Und zwar hatte ich eine Aufgabe, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist und ob es gleich die erste war, aber eins der ersten Aufgaben bestand darin, ein WC aufstellen zu lassen und den Sinn dann darauf sein Geschäft verrichten zu lassen. Und ich hatte dann auch einen Sim im Haus, wir rufen jetzt mal irgendwen hier. Und egal, was ich getan habe, der Sim wollte einfach nicht aufs Klo und ich verstand einfach nicht, warum. Und egal, wie ich die Toilette angetippt habe und egal, wie oft ich gesagt habe, er soll die Aufgabe verrichten, es ging nicht und ich konnte mir einfach nicht helfen. Ich wusste nicht, wie ich dieses WC einfach so hinstellen soll, dass der Sim es auch benutzen kann. Deswegen seht ihr hier unten im Bildschirm, in der Mitte der Rider, da müsst ihr auf das zweite Symbol. Man sieht eine Art Sessel mit kleiner Stehlampe, würde ich sagen. Das Möbelsymbol. Da gehen wir drauf. Und jetzt hier links seht ihr, Möbel ist hier weiß unterlegt und unter Haus. Wenn wir etwas am Haus machen würden, die Etagen verändern, Fenster oder Türen hinzufügen, Tapete oder Böden, müssten wir auf Haus klicken. Wir wollen aber ein Möbelstück hinzufügen oder zurechtrücken. Also gehen wir auf Möbel und klicken dann im Haus das Möbelstück an, was entweder jetzt hier unten rechts mit dem, ich weiß nicht, wie man das nennt, hier ist der Kreis zum Drehen und da unten drunter ist das Symbol zur Beförderung eines Möbelstückes und dann würde ich es in den Raum befördern, wo das Möbelstück hin soll. In dem Moment ist es das WC und dann vor allem auch so drehen, dass das grüne Dreieck für die Sims, ja, über die Stelle wird der Sim das Möbelstück benutzen. Das muss natürlich nach vorne zeigen und nicht, wie es bei mir vorher so war. Dann hat es Richtung Wand gezeigt und der Sim hat nicht den Weg darauf gefunden, auf das Klo. Deswegen drehen so lange, bis das grüne Dreieck so steht, dass der Sim dann auch drauf kann. Jetzt habe ich hier keine Tür. Besorgen wir uns hier noch schnell. Ja, nehmen wir so eine Tür, wandern bis so mit grün bestätigen. Und gehen hier rechts im Bildschirm über den grünen Pfeil wieder raus aus dem Bearbeitungsprogramm. Gehen dann mit unseren Fingern, bewegen uns so lange hin und her, bis wir das WC sehen, wo sie hin soll. Klicken drauf und sagen ihr, was sie machen sollen. Auf dem Grün Toilette benutzen. Ja, ihr wisst nicht, wie erleichtert ich war, nachdem ich es wirklich nach Tagen erst rausbekommen habe, wie man dieses Möbelstück einfach so positioniert, dass man es benutzen kann. Ich hoffe, ich konnte den Anfängern ein klein bisschen Hilfestellung geben. Viel Spaß weiterhin!